Generation Müller also am Eichenring. Und für Egon lief es zunächst so wie so oft in den letzten Jahren. Überlegener Sieg im ersten Rennen, nun gleich sein zweiter Start gegen eine allerdings starke Konkurrenz. Da ist ganz rechts auf der Innenbahn Simon Wink aus England. Dann nach außen neben Müller der Schweizer Gerhard, Chris Morton und Phil Collins aus England. Und auf der Außenbahn mit Hans-Otto Pingel ein weiterer Fahrer aus der Bundesrepublik. Müller als zweiter von rechts mit hervorragendem Start. Er kommt als erster in die Startkurve, der entscheidende Moment. Denn hier in dieser Passage müssen sich die Fahrer die bestmögliche Ausgangsposition schaffen. Simon Wick, Phil Collins und Chris Morton auf den letzten drei Engländer, also dann der Schweizer Gerhard und Hans-Otto Pingel, schon jetzt abgeschlagen dahinter. Egon Müller hatte auch vor diesem Tag wieder Motorenprobleme beklagt. Doch Tuner Hans Zirk hatte zwei bestpräparierte Gordon-Fabrikate geliefert und deren Leistung unter anderem auch hielt die Konkurrenz zu diesem Zeitpunkt in Abstand. Unverändert die Situation dahinter. Drei Engländer, der Schweizer Gerhard und Hans-Otto Pingel, der Deutsche, der heute allerdings, das kann man vorwegnehmen, keine Chance hatte. Egon Müller unangefochten vorne. Etwa 160 Stundenkilometer erreichen die Spitzenfahrer mit den schnellsten Motoren auf der Geraden. Egon Müller schließt sich da sicherlich nicht aus. Die Startkurve, hier wird das Gas kaum heruntergenommen, abgebremst, wird durch die oft spektakulären Drifts. Dann die letzte Gerade für Egon, der nun schon einen Vorsprung hat von gut und gerne 30, 35 Meter vor der Konkurrenz. Simon Wick auf Platz 2, Phil Collins, der Mann mit dem berühmten Namensvetter, auf Platz 3. So auch der Einlauf. Müller vor Wick, den Engländer, und Phil Collins, sein Landsmann. Ein erwarteter Einlauf übrigens. Und der Moment für Egon Müller, wo alles so aussah, als würde alles auch wie geplant laufen können. Triumphe, dann aber eine etwas unglückliche Situation für den Familienvater aus Kiel. Denn der Veranstalter hatte ein Rahmenprogramm eingebaut, in dem auch Sohn Dirk 16 Jahre alt mitfahren sollte. Und der stürzte in einem Rennen, das wir ihn allerdings nicht zeigen konnten, so schwer, dass er mit schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Und der Vater Egon Müller einmal in einer ganz anderen Situation. Sicherlich eine der schwersten Stunden für ihn seit Beginn seiner Bahnsportkarriere. Ein paar Minuten später hinten im Fahrerlager, da sitzt der mehrmalige Weltmeister und weint. Warum auch nicht? Dann stand er auf und überlegte, solle er denn noch weiterfahren. 13 Punkte hatte er bis dahin gesammelt, wahrscheinlich nicht genug für die Qualifikation. Und eigentlich unfassbar, dennoch verständlich, wenn man weiß, wie sensibel Egon Müller sein kann. Er geht noch einmal an den Start. Und dort trifft er auf den anderen deutschen Konkurrenten, den wir Ihnen zu Beginn vorgestellt haben, auf Klaus Lausch aus Bayern mit der Nummer 1. Wir werden ihn gleich sehen. Der Start. Egon Müller hält sich zurück. Dann schaut er runter, beklagt einen Defekt. Irgendwo muss ein Stein in das Getriebe gekommen sein. Die Maschine zog nicht mehr. Er verzichtete sofort auf eine Weiterfahrt. Wer weiß allerdings, was die wirklichen Gründe dafür sein. Vielleicht hat er sich von diesem Start auf diese Art und Weise zurückgezogen, um den Leuten zu zeigen, dass er kein Feigling sei. Aber wer will ihm heute überhaupt Feigheit in so einem schweren Moment vorwerfen können? Die Fahrer, die anderen, nahmen keine Notiz davon, zogen auf und davon. An der Spitze der Tschechoslowake Aleš Grmel und dann Klaus Lausch, der junge bundesdeutsche Fahrer, 20 Jahre alt im Übrigen. Wir haben ihn jetzt zu Beginn unserer Übertragung vorgestellt. Er musste diesen zweiten Platz halten, um überhaupt die Qualifikation für das große Weltfinale am 15. September im dänischen Esbjerg schaffen zu können. Denn er hatte bislang nicht genug Punkte sammeln können. An der Spitze Aleš Grmel und Klaus Lausch in diesem Moment nicht zu sehen, weiter auf